Und es geht weiter mit Kingdoms of Amalur Reckoning. Ich glaube, ich bin Amalur-süchtig langsam. Ich habe den ganzen Tag schon gespielt heute und jetzt abends und ich will immer noch spielen. Gut, okay, ich habe zwischendurch ein bisschen Haushalt gemacht und blablabla und aber dann kommt wieder so dieser Drang, ich könnte ja wieder noch ein Part aufnehmen. Die Festplatte ist ja gerade wieder ein bisschen freier gerendert. Naja, und so bin ich also wieder hier in meiner Sucht. Und diese Eraphel-Ebenen, die sind ja aber auch so schön. So schön. Und hier ist irgendwas, was ich noch nicht eingesammelt habe. Gold. Gold. Ja, und ich habe natürlich wahnsinnig viel schon wieder gemacht und so. Natürlich jetzt nicht questmäßig alleine, sondern da ist, wie gesagt, das meiste noch übrig von dem, was ich da so entdecke, von den Leuten, die meine Hilfe brauchen. Manches, wie gesagt, dann will ich das machen, dann denke ich mir, nee, doch nicht, das kannst du ja auch aufnehmen und so. Aber was mache ich dann als nächstes? Dann gehe ich wieder dahin, wo ich hauptquestmäßig hin soll und dann denke ich, ja, ein andermal gehe ich wieder ins Spiel, bin dann wieder woanders und dann muss ich da wieder hinrennen und ja, wie das eben so ist. So sieht unsere Dame im Moment aus. Sie hat mittlerweile auch mal wieder eine neue Kapuze und so. Ich schleife weiter Gemmen. Genau, ich schlemme weiter Gamaschen. Und ja, ziehe mich weiter um, je nachdem, wo ich finde, dass das besser ist. Und ich finde... Nee, wir lassen das mal mit dem Leben. Leben ist nämlich im Moment etwas, was nicht so gut bei mir läuft. Deswegen brauche ich auch immer weiter fleißig Tränke. Und seht ihr das? Ich bin Level 20 auf dem Weg zu 21. Das ist unglaublich. Ich habe es geschafft und ich finde, so bei Level 20, 21 könnten wir das mit der Maid ja nochmal probieren. Dachte ich mir, so viel reicht. Aber um zum Hauptquest jetzt zu kommen... Wir brauchen die Erlaubnis von Elunkat, dem Sprecher des Rates von Rathir und so weiter und so fort. Und deswegen reisen wir da doch jetzt mal hin. Das ist Hauptquest-Geschichte und da gehen wir jetzt mal hin. Und wenn ich da so ein bisschen wieder aufgeholt habe, dann können wir auch wieder netterweise so ein paar kleine Nebenquests machen, habe ich mir so gedacht. Und ich hoffe, ihr seid damit einverstanden, dass ich immer so ein bisschen Hauptquest-mäßig weiterkomme und dann auch mal wieder so zwei, drei Parts Nebenquests. Ich denke, das rundet das Spiel ganz gut ab, damit ihr auch ein bisschen was davon seht. Denn diese Ebenen hier sind teilweise so schön und da gibt es so viel zu entdecken. Aber jetzt gehen wir mal nach Rathir. Ui, da gibt's gleich eine Kamerafahrt wieder. Boah, darauf stehe ich ja so. Ach, das ist ja schick. Wir haben ein Problem. Elunkat weigert sich, Truppen zur Unterstützung Melsentius zu entsenden. Der alte Narr wird sich niemals der Vernunft beugen. Ich werde ihn umstimmen. Wir haben das gleißende Licht. Ich sag ihr das mal nicht. Ich sag mal, ich werde ihn umstimmen. Das hoffe ich sehr. Wir werden jedes Schwert brauchen, das wir auftreiben können. Ihr findet ihn in der Oberstadt, wie er über die Meerenge nach Melsentia starrt. Dieser Narr könnte ebenso gut bei der Beerdigung der Festung sein. Wo sind die Soldaten? Sie sind in der Stadt, können sich uns aber nicht anschließen, bevor Elunkat ihn nicht seinen Segen erteilt, mit uns zu gehen. Agat ist unterwegs, um mit ihm zu reden. Er war mal ein ziemlich guter Kämpfer, soweit ich mich erinnere. Aber ich bin mir nicht sicher, wie ausgeprägt sein diplomatisches Geschick ist. Okay, ja, ich habe schon ein bisschen mit ihr gequatscht gehabt, aber egal, gehen wir mal weiter. Genau, lass mich mal. Ah, das ist also Rat hier und hier gibt es natürlich auch wieder 1000 Leute mit 1000 Problemen. Aber ein anderer Plan von mir ist auch noch, dass wir eben so... Studenten der Magie, Meister der Zauber. Dass wir die kleinen Nebenquests immer so pro Viertel abarbeiten. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich da alles gemacht habe,
dass da dann auch vielleicht ein neues Quartier wieder gibt für mich ist. Irgendetwas, das man und hier da wären findet? Für mich so die nächste Station die Gärten von Ysa, um mal über die Leute hier hinweg zu quatschen. Ich hoffe, das ist ein guter Plan, dass wir erstmal gucken, welche Leute brauchen in den Gärten von Ysa alles Hilfe, da dann erstmal alles abarbeiten und dann immer so weiter von Stadt zu Stadt laufen und jetzt nicht immer so hier quer durcheinander. Denn ich kann mir vorstellen, als Zuschauer ist es noch ein bisschen schwieriger, sich da hinterher zu kommen. Von den Geschichten her, als ich, die jetzt natürlich viel mehr Stunden auch privat hier rumspielt und rumläuft, dann kann man irgendwie mehr sich auch reinempfinden in die Leute und alles. Die Wache sieht alles, was in Rat hier und ich vor quatsch sich geht. Und quatsch und quatsch, aber das muss ja auch mal sein. Kuriositäten, jetzt, Talismane, boah, mächtige kann auch nicht reden. Gegenstände. Ich habe jetzt bestimmt 20 Parts oder so nicht so viel dazu gesagt. Und ich finde, das ist dann okay, wenn ich auch mal was dazu sage. Aber wir wollen jetzt in die Oberstadt und mal gucken. Wir sollen ja hier mit jemandem reden. Keine Ahnung, was da hinter mir gemacht wurde. Vielleicht Training. Oh, jetzt laufe ich ein bisschen falsch hier. Nö, die haben ihre Schwerter eingesteckt. Okay. Ich bin freundlich, tu nichts. Ah, Luna-Gärten, das klingt auch sehr schön. Hier, da ist jemand, mit dem wir reden sollen. Wenn ich euch nicht zur Vernunft bringen kann, muss es eben jemand anderes tun. Verdammter Narr. Agathe regt sich auf. Reden wir mal mit Elon Card. Was wollt ihr? Ich kann mich dieser Tage vor Bittstellern kaum retten. Ich nehme an, ihr seid eine weitere Verfechterin dieses absurden Plans, Melsenchir zurückzuerobern, richtig? Ihr müsst Tilera anhören, darüber können wir später reden. Seht euch Ratius Schwestern statt jenseits der Meerenge an. Ihre zerstörten Mauern, ihre verbrannten Gärten. Ein Jahrzehnt des Krieges hat ihr das Rückgrat gebrochen. Wir nehmen die Flüchtlinge auf und schicken ihr alle Lebensmittel, die wir entbehren können. Wir versuchen alles, um ihre Qualen zu lindern. Aber ich stehe seit 10 Jahren hier und sehe zu, wie sie langsam stirbt. Und nun glaubt ihr, eine Fremde, ihr könntet mich davon überzeugen, diese gesamte Stadt für seine Rettung zu opfern? Und das nur, weil die größte Enttäuschung unserer Armee irgendein altes Relikt wiederentdeckt hat? Ich weiß nicht, wie viel, 50%, 52% glaube ich. 52% Melsenchir retten. Jede Hilfe wäre willkommen. Vermutlich habt ihr recht. Ich versuch's einfach mal. Ich habe nichts, was ich euch anbieten kann, aber vielleicht können es die Flüchtlinge. Einige der Soldaten aus Melsenchir haben darum gebeten, in den Kampf zurückkehren zu dürfen. Geht zu den Docks. Ich sorge dafür, dass sie dort zu euch stoßen. Es ist ein törichter Traum, aber wenn ihr schon alle begierig auf euren Tod seid, könnt ihr ihn zumindest gemeinsam finden. Wo ist das Schiff nach Melsenchir? Geht zu den östlichen Docks in der Unterstadt und sucht nach Hauptmann Dottwühn. Er wird euch nach Melsenchir übersetzen. Sag mal, über Adessa was? Sie haben erdwärts geschurft, wo wir hoch hinaus wollten. Sie denken, niemand beobachtet sie, weil sie ach so gut geschützt sind. Je tiefer sie graben, desto höher steigen wir auf. Ratius tapferste Söhne und Töchter begleiten euch. Macht euch bewusst, dass ihr auch unsere Stadt dem Untergang geweiht habt, falls es euch nicht gelingt, diese zerrütteten Mauern zu befreien. Kommt mir nicht mit dem Krieg. Ich bin die Stimme von Ratir. Ich bin kein General, kein Schicksalsweber und auch nicht Lyria, die allein den Ausgang bestimmt. Ja, jeder hat halt so seine Aufgabe. Ich bin der Elund, Maufen Kart, und ich spreche mit der Stimme des Orbokant. In dieser Stadt ist mein Wort Gesetz. Ja. Geht, rettet unsere Schwesternstadt jenseits des Meeres, oder geht achtet mit ihr auf euer Verhalten. Ich muss auf alles Mögliche hier achten. Ist alles nicht so einfach hier, aber dann gehen wir mal. Bewahrt in die Unterstadt. Entschuldigung. So. Zu dem niederen Volk. Die Prüderie. Kuriositäten, Talismane, mächtige Gegenstände. Ja, alles klar. Beeil dich mal. Ah, da wartet unser Schiff. Haltet euch gerade und seht euch in die Augen. Das Brandmal ist für die Zwecke des Militärs bestimmt. Oh Mann, ob wir das wohl hinkriegen? Ich kann kaum noch schlafen. Die Schiffe werden jetzt für die Fahrt nach Melsenchir beladen. Wollt ihr an Bord gehen? Ich weiß nicht, ob wir das echt jetzt schon machen sollten. Die Frage ist, können wir denn auch wieder zurück?
Warte mal, noch nicht. Wie ihr meint. Ich speichere einfach mal an der Stelle und wenn wir jederzeit wieder zurück können, ist es ja egal. Dann können wir auch immer noch in die Gärten von Ysan Nebenquests machen, in die Irathel-Ebenen laufen und den anderen Hauptquest weitermachen und so. Wir haben so viel, unglaublich viel zu tun. Aber ich versuch's mal. Die Schiffe werden jetzt für die Fahrt nach Mel'Sentia beladen. Wollt ihr an Bord gehen? Sofort. Oh, wow, okay, jetzt geht's nach Mel'Sentia. Agard, ihr wisst besser als jeder andere, wie es enden wird. Warum ziehen wir in einen Krieg, von dem ihr wisst, dass wir ihn verlieren? Das fragt ihr mich noch, Tilea? Nach allem, was ihr gesehen habt? Ich frage, bis ihr antwortet, Schicksalsweber. Bis ihr antwortet. Wieso wir kämpfen? Weil es noch Hoffnung gibt. Weil nur im Kampf wir die Ketten durchbrechen können, die das Schicksal geschmiedet hat. Seht ihr es denn nicht? Wir haben eine Chance erhalten. Ja, einige von uns werden sterben, aber wir wissen, dass unsere Leben endlich uns gehören. Wir sind nicht länger Sklaven der Launen des Schicksals. Wollt ihr das wegwerfen, nur aus Angst vor einer weiteren Niederlage? Ich nicht. Ich werde kämpfen. Und wenn ich sterbe, dann sterbe ich in dem Wissen, dass ich eine Entscheidung getroffen habe, die einzig und allein meine eigene war. Ach, cool. Voll spannend. Voll cool. Ihr werdet nicht lange überleben. Warum? Kommt, der Kommandant wartet auf uns. Hm. Na gut, dann gehen wir mal. Mehr Blut für die Mauer. Vielleicht einmal ein bisschen vor ihn stellen, so. Ihr seid zwar nicht unbedingt die legendären Helden, auf die wir gehofft hatten, aber ihr seid dennoch ein willkommener Anblick. Sympathische Anblick. Stimme. Wir sind hier, um zu helfen. Ihr seid vermutlich eher hier, um die Festung noch ein letztes Mal zu sehen, bevor sie fällt. Sie hat die letzten 10 Jahre standgehalten. Aber ich fürchte, nun ist ihr Ende gekommen. Unsere Kundschafter berichten, dass sich die Tuatha sammeln. Und in ihrem Schlepptau haben wir auch ihn gesehen. Balor, den Iskaro-Lord. Nun greift er Mel'Sentia letztlich doch an. Wir sollten zuerst zuschlagen. Balor, ich bin nicht beunruhigt. Balor sagt mir gerade gar nichts. Das ist wahr. Sie erwarten, dass wir uns hinter den Mauern Mel'Sentias verkriechen. Doch stattdessen werden wir das Schlachtfeld stürmen und Balors Ankunft verzögern. Damit bleibt nur noch der Hexenritter. Malvün ist der Anführer der Tuatha-Truppen und wahrscheinlich auch derjenige, der einen Pakt mit Balor geschlossen hat. Ihr und Tilera gehört zu jenen, die die Aufgabe haben, ihn zu töten. Wenn es uns gelingt, den Hexenritter Malvün auszuschalten, könnte Balor möglicherweise in einen Kampfrausch verfallen. Und in dem Chaos, das er anrichtet, könnten wir die Tuatha niedermachen. Bei all dem spielt viel Hoffnung mit. Aber so lautet der Plan. Wo werdet ihr sein? Die eigentliche Mission fällt General Tilera und euch zu. Mein Platz ist bei meinen Brüdern und Schwestern auf dem Schlachtfeld, im Kampf gegen den Feind. Trefft euch bei den Toren mit mir, wenn ihr soweit seid. Wir haben uns lange genug vor diesen Albträumen versteckt. Doch jetzt müssen wir ihnen entgegentreten. Und vielleicht werden wir den morgigen Tag ja erleben. Okay. Ich will noch mal nur wissen, ob ich wieder zurück kann. Ich hatte ja extra gespeichert. Kisten alles kaputt machen. Klingenfutter für den Feind. Das nächste Schiff rast nach Rat hier. Wollt ihr an Bord gehen? Wir können also jederzeit quasi wieder zurück. Wie ihr meint. Genau, wir drücken uns jetzt vor der Schlacht. Nee, aber ernsthaft, ich glaube, mit Level 20 sind wir da noch nicht so weit, es oder? Es scheint, als führten die Tuatha etwas im Schild. Also, es würde mich wundern. Gut, man könnte natürlich auch... Oh, Mel'Sentia. Man könnte natürlich auch direkt... Ich grüße euch. Ach, guck mal. Ihr dachtet doch nicht etwa, ich würde mir das hier entgehen Was lassen, machst du oder? Denn hier?
Alin? Ich hoffe, ihr seid bereit für das, was vor uns liegt. Ihre Stimme ist übrigens immer lauter als die von den anderen. Ich wusste, dass ihr aufkreuzt. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für Scherze. Diese Leute haben Angst. Und eure Chancen stehen schlecht. Ob mit diesem Speer oder ohne ihn. Melsentius Schicksal wurde schon vor langer Zeit besiegelt. Ihr seid vielleicht in der Lage, das zu ändern. Aber die Tuater werden kein Risiko eingehen. Rüstet euch für den Kampf und seid bereit zu sterben. Bin ich bereit zu sterben? Macht euch auf den Weg. Ich kann kaum noch schlafen. Och, die Armen. Voll die Helmsklammschlacht hier. Wieder ein neuer Rekrut. Ja, hier bin ich schon. Was ist? Unsere Zeit ist knapp. Bin kampfbereit. Nein, ich bin überhaupt nicht. Bin ich kampfbereit? Weiß ich nicht. Nur um mal zu sehen. Es kümmert mich nicht, ob der Schankwirt auf den Wellen gebraucht wird. Nur um mal zu sehen, wie so eine Schlacht aussieht und den Hexenkönig von Angmara hier zu sehen. Nur allein dafür würde ich ja schon das einfach mal machen. Aber ich weiß nicht, wie toll ihr das findet, dass ich hier einfach so unvorbereitet in so eine Schlacht gehe. Aber was soll ich mich auch schon groß vorbereiten? Also... Ich kann noch mal hier in meinen Inventarkram gucken, weil ich glaube, meine Waffen und Rüstungen, die sind bestimmt nicht so auf dem neuesten Stand hier. Was hab ich überhaupt noch was? Ich habe nicht mal ein Reparaturkit mehr, ne? Nee. Nö. Und wie sieht's aus mit den Waffen? 19 von 24, 21 von 24, 30 von 44. Ja, so mittelgut. Dann tun wir mal so, als ob ich schon halbwegs stark wäre. Was ist? Unsere Zeit. Ja, dann lass mal loslegen hier. Bereitet euch vor. Diese Schlacht wird alles andere als ein Kinderspiel. Melsenshi wird frei sein. Wartet einen Moment noch. Was soll ich mich? Moment. Überstürzt nichts. Ja. Ihr müsst euch sicher sein. Eins hätte ich noch, was ich gerne hätte. Und das sind Tränke. Weil ich glaube nicht, dass ich mit denen auskomme. Wo kriege ich denn mal Tränke her? Das wäre ja wenigstens mal ein Versuch. Das hier sieht doch gut aus. Ein schöner Tag für eine Schlacht. Das sieht nach Apotheke aus. Ja, super. Ich soll mich vorbereiten und darf mir nichts holen, oder was? Ihr sucht ein Schmuckstück oder eine Gemme? Rial Tismar hat, was ihr sucht. Nee. Ein andermal. Obwohl? Ah, Tilera. Ja. Ganzen Plunder kannst du haben. Als Reisegefährtin. Tschüss. Ein andermal. Seine Sachen will ich nicht. Ich will Tränke. Mach mal auf hier. Oh, willst du mich veräppeln? Oh. Ist hier irgendwas offen? Das ist ja das Gefängnis. Das kann ich ja noch eher nachvollziehen, dass das zu ist. Aber wieso ist die Apotheke abgeschlossen? Ich habe keine Schlüssel. Mach mal auf hier. Kommandant Ovaiglün wünscht eine Unterredung, bevor wir aufbrechen. Seid ihr bereit? Ich habe mich vorbereitet, seit mich der Hexenritter Malvin und seine Truppen vor 10 Jahren besiegten. Wenn ich jetzt nicht bereit bin, habe ich keine weitere Chance verdient. Machst du mir mal die Tür auf da hinten? Ich bräuchte mal ein paar... Okay, dann nicht. Dann habe ich wohl einfach mal Pech. Dann tun wir mal, wie gesagt, Pech. Pech, Pech, Pech. Gibt es hier sonst noch jemanden, mit dem ich vielleicht... Schildverpflichterer. Taverne. Oh, alles zu. Ich habe keine Schlüssel. Drecksscheiß. Manno. Menno, ja, dann speichere ich jetzt und hab Pech und sterbe nach den ersten 10 Sekunden wahrscheinlich in der Schlacht. Aber nur aus Spaß, um mal zu sehen, was hier so auf uns zukommt. Der Großgeneral. Oh, los geht's. Ja, dann kann frei. Bereitet Geht euch los. Vor. Diese Schlacht. Dann lasst uns gehen. Die Vorhut der Tuata wurde bereits gesichtet. Sobald sie den Hof erreichen, werden wir die Tore für einen Gegenangriff öffnen. Ihr und Tilera müsst die Verwirrung nutzen, um euren Plan auszuführen. Auf die eine oder andere Weise wird das alles hier schon bald vorüber sein. Die Schlacht um Melsentia hat begonnen. Kommandant Ovaiglün hat General Tilera und mich beauftragt, den Hexenritter Malvin ausfindig zu machen und zu töten. Also wir dürfen uns jetzt um den Hexenritter kümmern, bevor er den Niskaro Lord Berlons Feld schicken kann. Also noch ein Niskaro. Ich finde Malvin vermutlich auf der äußeren Mauer.
Scheiße, ich schaff das bestimmt nicht. Kare Chimera Alpha! Ja, Leute, ich würde sagen, wir legen hier los im nächsten Part von Kingdoms of Amalur: Reckoning. Entschuldigung für den fiesen Cut. Bis dann.